Beispiel verdeutlichen. Wasserstoff. Zusammen mit den erneuerbaren Energien bietet Wasserstoff den Ausweg aus der globalen Klimakatastrophe, in die uns fossile Brennstoffe hineingeführt haben. Und dementsprechend entsteht hier gerade ein riesiger Zukunftsmarkt. Wenn Erdöl früher das schwarze Gold gewesen ist, dann ist Wasserstoff das unsichtbare Gold der Zukunft. Fossile Brennstoffe haben bislang die politische und ökonomische Weltkarte geprägt. Ganze Regionen haben davon profitiert. Weltkonzerne wie Standard Oil, Exxon, Chevron, BP, Shell und die Kartelle wie die OPEC sind auf diese Weise entstanden. Handelsrouten wie die Straße von Hormuz oder Malakka wurden zu neuralgischen Punkten der Weltwirtschaft. Und immer wieder war Erdöl auch Anlass für zwischenstaatliche Konflikte, natürlich vor allen Dingen im Mittleren Osten. All das, meine Damen und Herren, wird sich verändern. Zugleich entstehen neue, inklusivere Energieräume, und zwar weltweit, denn Wasserstoff lässt sich fast überall auf der Welt produzieren. Diese Chance zu nutzen und zugleich die Risiken des weltweiten Umbruchs in der Energiepolitik zu minimieren, das ist es, was wir mit unserer Wasserstoffaußenpolitik erreichen wollen. Zuallererst geht es jetzt um den Aufbau neuer Partnerschaften. Deutschland und die Europäische Union werden auch 2050 große Mengen Energie importieren müssen, vor allem in Form von Wasserstoff. Und dafür brauchen wir die enge Kooperation mit allen Weltregionen. In Chile, Marokko oder Australien werden bereits heute mit Hilfe von Windkraft und Solarenergie große Pilotanlagen für die Produktion von grünem Wasserstoff gebaut. Und darauf wollen wir aufbauen. Deutschland investiert in den nächsten Jahren 2 Milliarden Euro, um einen internationalen Wasserstoffmarkt zu stimulieren. Zweitens, wir müssen auch die heutigen Exporteure fossiler Brennstoffe unterstützen, wenn wir weltpolitische Disruptionen vermeiden wollen. Das Auswärtige Amt wird hierfür den Dialog mit fossilen Produzenten wie Russland, Saudi-Arabien und anderen ausbauen, damit sie rechtzeitig auch ihre Geschäftsmodelle anpassen können. In diesem Sinne arbeiten wir zurzeit an der Einrichtung von Wasserstoffbüros, unter anderem in Moskau und in Riad. Und drittens muss ein künftiger globaler Wasserstoffmarkt offen sein für alle. Das gelingt aber nur mit verbindlichen internationalen Absprachen. Es geht zum Beispiel um die Frage, was wir unter grünem Wasserstoff verstehen, aber auch um Fragen von Marktzugang und Konnektivität. Darüber sind wir mit der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien, der Internationalen Energieagentur und den G20 längst im Gespräch. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission arbeiten wir daran, internationalen Standards, Förderinstrumenten und Zertifizierungsmodellen für grünen Wasserstoff den Weg zu bereiten. Meine Damen und Herren, knapp 30 Jahre bis zur Klimaneutralität sind nicht mehr viel Zeit, um den dafür nötigen enormen technologischen, politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel über die Bühne zu bringen. Aber denken wir daran, welche Kräfte wir im Kampf gegen die Corona-Pandemie mobilisiert haben. Wir sind nicht nur die erste Generation in der Weltgeschichte, die eine solche Pandemie in wenigen Monaten besiegen kann. Wir sind auch die letzte, die den Klimakollaps verhindern kann. Vor allem aber sind wir alles andere als machtlos. Und darin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liegt die Chance dieses Jahrhunderts. Unsere Chance. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Maas, für diese wichtigen Botschaften, die wir mit uns nehmen in die verschiedenen Sessions während der Konferenz. Jetzt haben wir eine zweite Keynote-Rede von unserem Mitgastgeber. Er sagt, dass die Deutschlands Stromwirtschaft bis 2040 sich dekarbonisieren könnte. Letztes Jahr hat sein Ministerium eine neue Karte eingeführt, um Industrie zu unterstützen bei der Energiewende. Und es ist mir jetzt eine große Freude, dass wir den deutschen Bundeswirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier begrüßen können. Sehr geehrte Frau Präsidentin Ursula von der Leyen, sehr geehrter
lieber Kollege Heiko Maas, Ministerkollegen, Staatssekretäre, Zuschauer in aller Welt rund um unseren Planeten. Es ist der 7. Berlin Energy Transition Day und er ist vermutlich der bisher wichtigste. Heiko Maas hat gesagt, wir haben 30 Jahre Zeit, um unser Ziel, Klimaneutralität, zu erreichen. Wir schauen aber auch zurück auf 30 Jahre, in denen Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Bürgern, Aktivisten, Idealisten, NGOs, Regierungsvertretern, Ministern und Präsidenten für das Ziel von Nachhaltigkeit, Energiewende und Klimaschutz gekämpft und gestritten haben. Wir schauen zurück auf eine große Serie von Rückschlägen und Niederlagen, aber auch auf bemerkenswerte Erfolge. Es ist in dieser Zeit gelungen, den CO2-Ausstoß in einigen Ländern zu reduzieren, in anderen ist er deutlich angestiegen. Deutschland, das werden wir heute erfahren, hat sein Ziel, den CO2-Ausstoß von 1990 bis 2020 um 40% zu reduzieren, erreicht. Auch aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate. Wir alle waren sehr traurig, als wir entscheiden mussten, den 7. Berlin Energy Transition Day als Videokonferenz durchzuführen, anstelle des Zusammentreffens persönlich und physisch hier in Berlin. Aber wir haben die Möglichkeit, auf diese Weise viel mehr Menschen daran zu beteiligen. Und alle die, die uns zuschauen, alle die, die über die Ergebnisse dieser Konferenz in ihren Ländern diskutieren werden, sind diejenigen, die es in der Hand haben, ob das große Ziel gelingt. Ja, als wir vor 7 Jahren begonnen haben mit dem Berlin Energy Transition Day, da sprachen wir über Energy Transition, über Energiewende. Und das ist sicherlich ein enorm wichtiger Punkt. Heute sprechen wir über Climate Neutrality. Und das ist etwas, was mehr ist als nur ein quantitativer Wechsel. Es ist eine qualitative Veränderung. Wir trauen uns zu, Klimaneutralität innerhalb von 3 Jahrzehnten zu erreichen. Und dass dieses Ziel mehr ist als nur eine Idee oder eine Überlegung, verdanken wir der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, verdanken wir all denen, die bereit waren, für den Green Deal zu arbeiten, Risiken einzugehen, Entscheidungen zu treffen. Und wir verdanken es denjenigen, die in ihren Ländern, in Asien, in Amerika, in Afrika, diese Entwicklung aufgegriffen haben. Der Umstand, dass sich so viele Industrieregionen, Südkorea, Japan, bereits verpflichtet haben, dieses Ziel zu erreichen, der Umstand, dass ein Land wie die Volksrepublik China gesagt hat, wir schaffen es vielleicht nicht 2050, aber 2060 wollen wir soweit sein. Der Umstand, dass so viele Erdöl- und Erdgasproduzierende Länder von sich aus erkannt haben, dass die Zukunft auch in der Investition in erneuerbaren, nachhaltigen Energien liegt. Das alles ist Grund zur Hoffnung. Und vor allen Dingen freuen wir uns, dass die USA, dass unsere amerikanischen Freunde wieder mit dabei sind. Sie sind wieder Teil des Pariser Klimaabkommens und wir freuen uns sehr, dass nicht nur Ursula von der Leyen diese Transition Day mit ihrer Anwesenheit und mit ihrem Redebeitrag bereichern wird. Wir freuen uns besonders, dass der Klimabeauftragte, der Secretary John Kerry, einer der erfahrensten und weitsichtigsten Politiker in den USA, sich bereit erklärt hat, heute eine Keynote zu uns zu sprechen. Heiko Maas und ich, wir haben beide mit ihm telefoniert. Wir haben mit unserer amerikanischen Kollegin, der Energieministerin Jennifer Granholm, gesprochen. Und wir wissen, wie viel Aufbruch gerade in den USA stattfindet. Das alles muss für uns eine Chance sein, jetzt die Gelegenheit beim Schopfe zu ergreifen. Es muss eine Chance sein, jetzt sicherzustellen, dass wir das Ziel im Jahre 2050 auch tatsächlich erreichen. Now or never. Jetzt
oder nie. Wir müssen diese Gelegenheit nutzen. Wir müssen Nägel mit Köpfen machen. Wir müssen Vereinbarungen treffen. Wir müssen uns verbindliche Vorgaben geben. Global, regional und jeder auch in seinem eigenen Land. Und das ist nicht nur ein Dienst am Klimaschutz, es ist auch ein Dienst an unseren eigenen Volkswirtschaften. Denn die Zukunft wird zeigen, dass es möglich ist, Nachhaltigkeit und Klimaschutz und Wohlstand miteinander zu verbinden. Für Entwicklungsländer ebenso wie für Schwellenländer und Industrieländer. Wir müssen nur gemeinsam vorangehen und wir müssen den Mut haben, die notwendigen Veränderungen anzugehen. Deutschland ist von einigen belächelt worden, als wir vor über 20 Jahren den Weg begannen von einer Energiewirtschaft, die auf fossilen Energien im Wesentlichen gegründet war, hin zu einer Energiewirtschaft, die mit erneuerbaren Energien funktioniert. Das mag möglich sein in Ländern, die vor allen Dingen Dienstleistungen produzieren. In einem Industrieland ist es ausgeschlossen, so lautete damals die Kritik. Und heute? Fast 50% unseres Stromverbrauchs werden bereits in Deutschland aus erneuerbaren Energien gewonnen. Und das, obwohl wir keine Möglichkeit haben, auf Wasserkraft in großem Umfang zurückzugreifen. Wir haben es geschafft, durch Photovoltaik, durch Windenergie, durch Biogas, durch Biomasse eine Energiewende zu erreichen, die unsere Versorgungssicherheit, die hohe Qualität unserer Energieversorgung zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt hat. Und ja, wir erleben, dass in vielen Dutzend, ja vermutlich in über 100 Ländern dieser Welt ähnliche Entwicklungen begonnen haben. Offshore-Windenergie, Onshore-Windenergie. In vielen Fällen wird erneuerbare Energie inzwischen bereits zu marktfähigen Preisen produziert. Das hätte man sich vor 20 Jahren so noch gar nicht vorstellen können. Und deshalb ist die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre auch eine Geschichte der Ermutigung für uns, dass wir den verbleibenden Weg gemeinsam zurücklegen. Und dazu müssen wir bereit sein, Technologie in den Vordergrund zu stellen. Wir müssen bereit sein, auf Digitalisierung zu setzen. Wir müssen bereit sein, eine internationale Wirtschaft von grünem Wasserstoff mit einer Infrastruktur zur Erzeugung, zum Transport, zur Verteilung und zum Verbrauch zu schaffen. Grüner Wasserstoff, das ist Wasserstoff, der klimaneutral mithilfe erneuerbarer Energien und Elektrolyseuren hergestellt wird. Und zwar in Ländern und Regionen, wo die klimatischen Verhältnisse, die Wetterverhältnisse, Wind und Sonne viel günstiger sind als in Ländern wie in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Und dieser Wasserstoff kann ebenso transportiert werden über Schiffe, durch Pipelines wie heutzutage Erdöl oder Erdgas. Und er kann dazu beitragen, die Energieversorgung auf der Grundlage erneuerbarer Energien zu verstetigen, die Lücken zu füllen, die die Windräder und die Photovoltaikdächer im Augenblick noch nicht füllen können. Das ist eine große, eine spannende Reise, weil wir neue Technologien entwickeln müssen, um diesen Wasserstoff zu transportieren, weil wir ihn möglichst energieeffizient erzeugen müssen, weil wir Infrastrukturen brauchen, die dafür sorgen, dass er dort ist, wo er gebraucht wird. Wir wissen heute, dass wir klimaneutralen grünen Stahl herstellen können, indem wir die Kokskohle, die zu seiner Erzeugung gebraucht wird und die einer der größten Emittenten von CO2 in der Industrie darstellt, einfach ersetzen durch grünen Wasserstoff. Und es geht. Es ist nachgewiesen, es ist bestätigt. Man muss investieren in neue Hochöfen, in neue Produktionstechniken. Und dann kann man grünen Stahl erzeugen, grünes Kupfer, grünes Aluminium und vieles mehr. Es ist möglich, eine grüne Chemie zu entwickeln auf der Grundlage von grünem Wasserstoff. Es ist möglich, Sektorkopplung zu betreiben auf der Grundlage von grünem Wasserstoff. Andere, wie Elon Musk, arbeiten daran, alternative Antriebskonzepte zu verankern mit Batterietechnologien. Alleine in Europa werden in den nächsten Jahren Zehntausende von Arbeitsplätzen entstehen in sogenannten Batteriezellfabriken, in Gigafactories,
damit die Nachfrage, die rasant wachsende Nachfrage nach Batterien erreicht werden kann. Grüner Wasserstoff in Brennstoffzellen, synthetisches Benzin auf der Grundlage erneuerbarer Energien. All das hilft uns. Aber wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, nicht nur technologische Innovation, wir brauchen vor allen Dingen Kooperation, internationale, globale Kooperation. Und es kann nicht darauf ankommen, wer am mächtigsten ist, sondern zählen muss, wer am innovativsten ist, wer die Bereitschaft zeigt, diesen Weg zu gehen und mit vorne dabei zu sein. Mit der Rückkehr der USA zum Klimaschutzabkommen von Paris öffnet sich ein einzigartiges Window of Opportunity, ein Fenster der Gelegenheit, um die großen Industrienationen zusammenzubringen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch Entwicklungsländer und Schwellenländer sich dieser Entwicklung anschließen können. Wir haben in der Vergangenheit bereits viel Geld investiert, um Energiewende und Klimaschutz möglich zu machen. Wir haben jetzt die Chance, die Kosten für die Zukunft dadurch zu senken, dass wir kooperieren, dass wir uns vergleichbare Ziele und Zwischenziele setzen und dass wir sie gemeinsam umsetzen. Ich plädiere für eine starke transatlantische Energiepartnerschaft zwischen der Europäischen Union einerseits und den USA andererseits. Nicht als ausschließlich und privilegierend, sondern als Ermutigung für andere. Wir können dieses Jahr, das so schlecht begonnen hat mit der Corona-Pandemie weltweit, wir können dieses Jahr nutzen als ein Jahr des Aufbruchs für uns alle, für das Klima, aber vor allen Dingen auch für unsere Kinder und Enkelkinder. Das ist unsere Verpflichtung, das ist unser Auftrag. Thank you very much, Minister Peter. Vielen Dank, Minister Peter Altmaier. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist eine sehr klare Erinnerung von beiden Gastgebern, dass dieses Jahrzehnt entscheidend sein wird, wenn wir unsere Dekarbonisierungsziele erreichen wollen, dass die innovativen Kapazitäten bestehen, um weitere Fortschritte zu machen, um insbesondere, dass Dekarbonisierung im Allgemeinen und die Energiewende nur erfolgreich sein werden, wenn wir zusammen international arbeiten. Und deswegen ein großes Dankeschön an die beiden Gastgeber, an Herrn Außenminister Heiko Maas, an Herrn Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier für die Eröffnung dieser Konferenz und diese klaren Impuls zu geben für unsere Diskussionen. Und natürlich werden wir Ihre Botschaften alle an Bord nehmen in die ganzen Sessions während der Berlin Energy Transition Dialogue. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele von Ihnen wissen, dass eine Transformation, ob im Energiesektor oder woanders, ist herausfordernd, es ist risikoreich. Man braucht Kreativität, man braucht Entschlossenheit und einen Wille, mutig voranzuschreiten. Diese Qualitäten sind bezeichnend für die beiden jungen Gäste, die wir jetzt hören werden. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass unsere erste junge Keynote-Rednerin ist eine Fürsprecherin für Klimagerechtigkeit ihr ganzes Leben, seit sie einen Kreis gebildet hat. Im Sommer, in 11 Jahren, ist sie die erste Jugendbotschafterin des Umweltprogramms der pazifischen Region. Und sie kämpft für die Zukunft, das Überleben ihrer Insel. Brianna Fruan. Tala Halava, thank you very much, vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein darf. Oder heute Morgen für Sie. Ich heiße Brianna Fruan und ich bin ein stolzer Kämpfer für das Klima in der Pazifik von Samoa. Es gibt einen Spruch in unserer Kultur. Es heißt Alago Itai, Alago Iruta. Und das heißt,
das, was man auf dem Meer spürt, wird auch am Land gespürt. Und das ist eine Lehre, wie alles verbunden ist und wie wir miteinander, mit der Natur und mit der Menschheit verbunden sind. Wenn wir Naturkatastrophen haben auf unserer Insel, fühlen wir es alle ganz klar. Das ist die Realität, wenn man an der Front der Klimakrise lebt. Extreme Unterflutungen, Dürren, die Bleichung der Korallen, Zyklone, eine Häufigkeit von Zyklonen, das ist die Realität immer für mein Volk. Und ich weiß, vor 2 Jahren, während Zyklon Gita, ich war in Samoa zu Hause und ich war in einem Dorf und da sah ich, wie ein Vorsteher auf dem Dorf mit einem Blatt Papier vor einer Gruppe Kinder stand. Und er stand vor einer Gruppe Kinder und hatte nachgefragt, wer noch anwesend ist. Und da habe ich verstanden, er hat einfach geschaut, ob die ganzen Kinder immer noch da waren, weil die Dorf so viel Angst hatten, dass sie irgendjemanden verloren hatten während der Nacht, während der Überflutung, während des Hochwasser während der Nacht. Wenn Sie das nie gesehen haben, dass die Vorsteher eines Dorfes die Kinder abzählen, dann hat die Klimakrise ihr Herz nie gebrochen, so wie es mein Herz gebrochen hat. Wenn ihr Herz nie gebrochen hat, haben Sie nie die Auswirkungen gesehen. Die Klimakrise ist eine Frage der Menschlichkeit und das kann man nur lösen durch die Macht der Menschlichkeit. Die Klimagerechtigkeit, die wir brauchen, ist mehr als nur Klimaschutz. Klimagerechtigkeit bedeutet, dass die Bedürfnisse der Völker an der ersten Stelle kommen. Und um das zu schaffen, müssen wir eine gerechte Transition haben in die erneuerbaren Energien. Wir müssen den Fokus auf die Arbeitnehmer, auf die Gemeinden, auf die zivile Gesellschaft setzen. Und wir brauchen schnelle Reaktionen. Wir müssen weg von den fossilen Brennstoffen, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden. Aber gleichzeitig ist die Klimakrise innerhalb einem globalen Kontext von Ungerechtigkeit, Armut und Arbeitslosigkeit verankert. Also Klimagerechtigkeit bedeutet eine Verbindung zwischen dieser Krise und der anderen globalen Themen. Und indigene Gerechtigkeit ist Klimagerechtigkeit. Rassengerechtigkeit ist Klimagerechtigkeit. Unionsgerechtigkeit ist Klimajustiz. Alles, was die Leute an erster Stelle setzt über Macht und über Gewinne, ist Klimagerechtigkeit. Also wir wollen nicht Klimaschutz, wir wollen Klimagerechtigkeit. Und bitte denken Sie daran, während dieser Konferenz, wenn Sie das besprechen, und was erforderlich ist für die Energiewende, denken Sie an die Leute. Wir sind alle miteinander verbunden. Wir sind alle ein Teil der Menschlichkeit. Und wie ich sage, oder wie unser Volk sagt, Alongo Itai, Elongo Iute, das, was auf dem Meer spielt, spürt man auch auf dem Land. Vielen Dank an Brianna Fruan. Und jetzt Mut und Entschlossenheit. Das zugeführt unsere zweite junge Rednerin, auch eine Klimabewegung gegründet, das auch jetzt eine Stimme in Afrika verleiht. Und es ist eine Aktivistin, die auch auf die Gefahren der Klimaveränderung aufmerksam macht. Sie hat eine Aktion gegründet, rettet den Regenwald. Und das ist Vanessa Nakati von Fridays for Future. Thank you very much. Vielen Dank. My name is Vanessa Nakate. Ich heiße Vanessa Nakate. Ich komme aus Kampala in Uganda. Und unser Klima ändert sich fast schneller als jedes andere Klima in der Welt. Historisch ist Afrika für nur 3% der globalen Emissionen. Aber die Afrikaner und Afrikanerinnen leiden unter die Auswirkungen der Klimakrise am schlimmsten. Und wir haben Orkane, wir haben Hochwasser, wir haben Dürren. Und viele Afrikanerinnen und Afrikaner haben ihr Leben verloren. Viele weitere haben ihre Häuser, ihre Bauernhöfe und ihre Unternehmen verloren.
Die Dürren und die Hochwässer haben nichts zurückgelassen für die Volk, nur Schmerzen und Leiden. Ich sollte hier auf dem Berlin Energy Transition Talk als junge Aktivisten sprechen. Und wir sollten 5 Minuten haben, um zu sprechen. Und dann die Veranstalter haben unsere Zeit auf 4 Minuten und dann 4 und dann 3,5 Minuten geschnitten. Aber die haben auch gesagt, dass die unsere Texte, das wir so sagen wollen, vorher sagen wollen. Und die haben auch uns wiederholt gesagt, dass wir nicht Name und Shame treiben sollten. Wir sehen die Leute, die Teilnehmer dieser nicht nicht über die Leute schlecht reden sollte. Das sollten sie machen. Sie sollten, wenn sie Aktivisten einleiten, sollten die Zeit nicht abkürzen. Sie sollten uns nicht sagen, dass wir nicht, uns nicht beschweren sollen über die Führerinnen und Führer, die führende Leute. Die, denn das sind die Leute, die sich nicht von den Wissenschaftlern geführt haben lassen. Das sind die führende Leute, die wiederholt die Klimakrise nicht als Klima behandelt haben. Das ist nicht Naming and Shaming. Das heißt, es einfach das, die Wahrheit sagen. Warum haben Sie so viel Angst, die Wahrheit zu hören? Haben die politischen Führungskräfte heute ihre Rede vorher vorlegen müssen? Hatten die ihre Redezeiten gekürzt gehabt? Und jetzt, wo die Leute in Afrika leiden und sterben an der Front der Klimakrise, was ist die Antwort der leidenden Leute der westlichen Länder? Mehr Investitionen in den fossilen Brennstoffen. An die Regierungen, die Banken, die Investoren, die immer noch den Abbau von fossilen Brennstoffen in Afrika. Es gibt keine Zukunft mit fossilen Brennstoffen. Luftverschmutzung und dann auch den Abbau von Kohle und Öl ist verantwortlich für den Tod von fast 9 Millionen Leuten fast dieses Jahr. Und außer der Destruktion, außer der Zerstörung, ihre Investition ist nicht einmal finanziell sinnvoll. Die Internationale Energieagentur sagt, dass 300 Milliarden Dollar wahrscheinlich verloren gehen werden. Und wenn Sie sich am Loch befinden, hören Sie auf, weiter zu buddeln. Also viele Leute sind gelobt dafür worden, dass sie sagen, dass wir einen Klimanotstand haben. Jetzt müssen Sie mit dem Reden aufhören und Taten folgen lassen. Ich bitte jede Führungskraft hier, dass sie aufhören damit, die Stimme der Aktivisten stummschalten wollen und dass sie sich an die Wissenschaftler wenden und dass sie sofort mit der Investition in fossilen Brennstoffen aufhören. Wir können keine Kohle essen und wir können kein Öl trinken. Vielen Dank. Vanessa Nakate, vielen Dank für Ihre Worte. Das haben wir sehr deutlich gehört. Und Sie und Brianne haben uns ganz klar gemacht, dass die Transition in die Dekarbonisierung muss Hand in Hand gehen mit Gerechtigkeit. Wir nehmen das mit uns in den Sessions dieser Konferenz. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, der Erfolg der europäischen Energiewende wird über nichts Geringeres als den zukünftigen Platz des Kontinents auf der geopolitischen Landkarte entscheiden. Als Präsidentin der Europäischen Kommission hat unsere nächste Rednerin versprochen, Europa zum ersten klimaneutralen Planeten der Welt zu machen und sich zu deutlich höheren Emissionsreduktionszielen für 2030 verpflichtet. Es versteht sich von selbst, dass der Energiesektor dabei eine zentrale Rolle spielen muss. Und erneuerbare Energien werden als Priorität für den Post-Pandemie-Konjunkturfonds Next Generation EU genannt. Lassen Sie uns jetzt mehr von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hören. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Thank you very much, Melinda Crane. Ja, vielen Dank, Frau Crane. Lieber Heiko, Wirtschaftsminister, lieber sehr geehrter Herr Wirtschaftsminister, lieber Peter, meine Damen und Herren, wenn wir von der Zukunft der Industrie sprechen, wie Sie das gerade gesagt haben, schauen wir doch einfach mal nach Norden, nach Schweden. Das Land liegt nah am arktischen Kreis und dort sieht man, wie man unsere Wirtschaft grüner machen kann. Zum Beispiel die Zitte von Luleå. Man hat dort bereits jetzt ein Stahlwerk mit Wasserstoff aufgebaut, indem man dort Eisenerz sozusagen benutzt. Und ein anderer Hersteller hat dort auch gesagt, dass er eine große grüne Wasserstoffanlage bauen wird. Das sind natürlich nicht isolierte Fälle. Wir wissen alle, dass die Stahlindustrie heutzutage für bis zu 9% der globalen Emissionen verantwortlich ist. Und die Unternehmen im Norden von Schweden haben eben gesagt, dass sie eben ihre Emissionen auf null runterbringen werden. Wobei wir wirklich Wasserdampf als einziges Nebenprodukt haben. Und das alles kann man erreichen durch sauberen Wasserstoff. Er wird von erneuerbaren Energien produziert, wie zum Beispiel von Wasserkraft. Und das gibt es ja zur Genüge in Schweden. Und diese schwedischen Unternehmer sind genau das, was wir brauchen und was wir für unseren europäischen Green Deal brauchen. Wir möchten unsere Herstellungsweise, unsere Geschäftsweise zusammenbringen mit der Gesundheit und dem Überleben unseres Planeten. Es ist jetzt an der Zeit, etwas zu unternehmen. Was für den Planeten gut ist, ist auch für Unternehmen gut und für uns alle. Die Energiewende ist wirklich ein Kernstück unseres europäischen Green Deals. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich Ihnen heute darüber mehr erzählen kann, hier beim Berlin Energy Transition Dialogue. Und natürlich ist es schade, dass wir uns jetzt hier nur virtuell treffen können. Ich möchte hier ganz klar Folgendes sagen. Der europäische Grüne Deal ist so wichtig heute, wie er auch vor der Corona-Krise war. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass er noch wichtiger geworden ist. Wir haben Nachweise dafür, dass der Verlust von Biovielfalt auch mit der globalen Pandemie zu einer weiteren Verschlimmerung führt. Wir hatten den Lockdown, wir hatten Geschäfte, die eben geschlossen werden müssen. Und trotzdem wurde unser Planet weiterhin heißer. Wir haben es überall gesehen. Wir haben es in Nordindien gesehen. Und wir haben auch die vielen Ernten gesehen, die in europäischen Ländern verloren gingen durch die schweren Dürren der letzten Jahre. Der Klimawandel ist die große Krise nach der Covid-19-Krise. Und deshalb dürfen wir hier nicht mehr Rückschritte machen. Wir dürfen nicht zurückgehen zu fossilen Brennstoffen und damit die Natur und das Klima gefährden. Vor etwa einem Jahr hat Europa erklärt, dass wir Europa zum klimaneutralen Planeten bis 2050 machen wollen. Und im letzten Dezember sagten die EU-Chefs, dass wir die Reduktionsziele auf 55% bringen wollen. Wir werden das erste Klimagesetz einführen. Und all das ist Teil unseres Bekenntnisses zum Pariser Klimaabkommen. Und das ist auch etwas, was Unternehmen uns gebeten haben seit vielen Jahren. Unternehmen wollen klare, transparente, feste Ziele. Damit die Unternehmen auch Verlässlichkeit haben und entsprechend für die Zukunft planen können, dass sie ihre Investitionen planen können in Richtung grüner Investitionen. Denn wir brauchen natürlich die Unternehmen bei der Bekämpfung des Klimawandels. Das steht außer Frage.
Unser europäischer grüner Deal ist natürlich unsere Strategie für nachhaltiges Wachstum. Und es ist jetzt auch unser Fahrplan raus aus der Covid-Krise. Ein Drittel der Investitionen unseres Aufbauplans Next Generation EU wird die Ziele finanzieren, die wir im Green Deal festgelegt haben. Und zusammen mit dem EU-Budget werden wir 1,8 Billionen Euro investieren. Damit werden wir natürlich massive Investitionen anstoßen, damit wir besser und nachhaltiger investieren können. Next Generation EU ist eine Möglichkeit, die Energiewende weiter voranzubringen. Ich gebe Ihnen einige Beispiele hier. Durch Next Generation EU möchten wir eine neue Renovierungswelle anstoßen. Das Ziel dabei ist, dass unsere Gebäude energieeffizienter werden. Wir wissen ja, dass die Gebäude heutzutage 40% unserer Emissionen ausmachen. 40%. Indem wir die Gebäude sanieren und modernisieren, können wir die Energieleistung verbessern, Emissionen reduzieren und natürlich auch Energiekosten senken. Und zusätzlich kann unsere Renovierungswelle auch unseren Bausektor weiter voranbringen und neue Arbeitsplätze schaffen. Zweitens, Next Generation EU hilft uns auch zum Investieren in sauberen Wasserstoff. Sauberer Wasserstoff ist natürlich ein hervorragendes Mittel hin zu Klimaneutralität. Ich hatte Ihnen ja von Nordschweden berichtet. Aber auch in Deutschland und anderen Ländern gibt es viele Regionen, die von Wasserstoff profitieren können. Denken Sie nur einmal an das Ruhrgebiet. Sauberer Wasserstoff kann die Schwerindustrie betreiben. Wir können es nutzen für zum Betreiben der Fahrzeuge und der Flugzeuge und zum Beheizen unserer Wohnungen und Häuser. Und all das mit nahezu null Emissionen. Für die Stahlindustrie bedeutet Wasserstoff die Gelegenheit hin zu mehr Nachhaltigkeit. Wir haben Stahl überall, in Waschmaschinen, in Autos, in Brücken, überall. Wir brauchen Stahl, aber wir wollen, dass Stahl nachhaltig produziert wird. Und sauberer Wasserstoff ist das Mittel der Wahl. Und damit wir diesen Übergang gut begleiten können, haben wir letztes Jahr einen Fahrplan entwickelt für ein Wasserstoffökosystem in Europa. Wie auch mit unserem europäischen Green Deal haben wir klare Ziele gesetzt, denn wir möchten eine jährliche Produktionskapazität für erneuerbaren Wasserstoff haben in Höhe von 1 Million Tonnen bis 2024 und 10 Millionen Tonnen bis 2030. Und bis 2050 möchten wir erreichen, dass die Wasserstofftechnologien im großen Maßstab eingesetzt werden, um auch die schwer zu dekarbonisierenden Industriesektoren weiter voranzubringen. Das sind natürlich sehr, sehr ambitionierte Ziele, aber es ist möglich, das zu erreichen. Und damit wir das tun können, müssen wir jetzt anfangen, damit wir die Treibhausgase runterbringen können bis zu -55% bis zum Ende des Jahrzehnts. Und dafür müssen wir heute handeln, denn 2030 ist nicht weit weg. Und deshalb werden wir bis zum Sommer unsere gesamten Vorschriften im Bereich von Energie und Klima überprüfen, überarbeiten, damit wir unsere Rechtsvorschriften für unser Ziel im 2050 fit machen. Ich möchte Ihnen sagen, was wir vorschlagen möchten. Erstens, wir werden das ETS, das EHS System modernisieren. Wir werden es auch auf die Seeschifffahrt und auf die Luftfahrt ausdehnen. Wir möchten eben auch EHS einführen für Gebäude und für den Straßenverkehr. CO2 muss einen Preis haben, denn die Natur kann diesen Preis nicht mehr dafür zahlen. Zweitens,
Wir werden Vorschläge unterbreiten, um erneuerbare Energien voranzubringen und auch die Energieeffizienz. Zum Beispiel, wir werden Maßnahmen vorschlagen, um die Energieeffizienz von Anwendungen zu verbessern, angefangen bei Staubsaugern hin zu Smartphones. Wir werden auch in die elektrische Ladestruktur investieren, auch in Batteriezellen, um auch der Autoindustrie zu helfen, damit dieser Sektor sich elektrifizieren kann. Und das möchten auch die Verbraucher. Der Verkauf von Elektroautos hat sich verdoppelt im letzten Jahr. Und es geht weiter in diese Richtung. Schließlich möchten wir auch grüne Finanzierung auf die nächste Stufe bringen. Denn damit wir unser Ziel für 2030 erreichen, müssen wir grüne Investitionen fördern. Wir wissen, dass wir natürlich etwa 350 Milliarden Euro mehr in das Energiesystem in dem nächsten Jahrzehnt investieren müssen, damit es nachhaltig wird. Und dazu wollen wir einen Green Bond Standard. Und das wird der Weg nach vorne sein. Wir werden damit mehr Klarheit haben, was es bedeutet, Nachhaltigkeit zu fördern. Denn wir wissen, wie wichtig es ist für Investoren, die natürlich nachhaltige Projekte brauchen. Sie möchten kein Greenwashing. Sie möchten wirklich nachhaltige Projekte. Ich weiß, dass unsere Ziele ehrgeizig sind, aber wir können sie erreichen. Und wir brauchen auch andere, die uns dabei helfen und eben solche Ziele haben. Und wir haben Partner, angefangen in Südafrika, China, Südkorea, überall gibt es Partner. Und wir möchten natürlich, dass sie auch ihre Ziele umsetzen, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Und wir möchten unseren Partnern natürlich dabei auch helfen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Präsident Biden jetzt wieder das Pariser Klimaabkommen unterstützt und dass das seine erste Amtshandlung war. Wir möchten natürlich auch den Gipfel, den Earth Day haben, denn jetzt ist es an der Zeit zu handeln. Europa ist führend auf der Welt, wenn es um Innovationen geht und im Bereich von grünen Technologien. Wir möchten den Klimawandel bekämpfen, zusammen mit unseren Partnern. Wir brauchen ein gemeinsames Bekenntnis zu Null Emissionen bis 2050. Klimaneutralität sollte eine globale Benchmark werden. Und das wäre natürlich ein sehr mächtiges Zeichen bis hin zur nächsten Klimawandel-UN-Konferenz. Und abschließend möchte ich sagen, dass wir auch ein Abkommen brauchen, wie das Pariser Abkommen für Biodiversität. Ich möchte es ganz klar sagen, wenn wir unsere Wälder verlieren, dann verlieren wir nicht nur grüne Gebiete und natürliche Lebensräume, sondern wir verlieren auch viel im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels. Und deshalb werden wir auch bald einen Rechtsrahmen präsentieren für die Restaurierung von gesunden Ökosystemen. 30% des Landes und der Gewässer in der Europäischen Union spielen hier eine wichtige Rolle. Und wir möchten hier eben solche starken Ziele verfolgen beim nächsten Gipfel für Biodiversität. Denn das hilft uns auch bei der Bekämpfung des Klimawandels. Wir haben große Chancen für Innovationen, für Wirtschaftswachstum und nachhaltige Arbeitsplätze. Und die europäischen Unternehmen wissen das. Sie setzen auf diese Möglichkeit, die uns die sauberen Technologien bieten. Und das zu einem frühen Zeitpunkt. Und dieser Pioniergeist zahlt sich jetzt aus. Doch wir müssen hier ganz klar sein, dass wenn wir möchten, dass unsere Unternehmen hier weitergehen auf dem Weg zu Null Emissionen, dann brauchen wir Fairness und gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle.
Und das möchte ich vielleicht auch noch, deshalb möchte ich noch mal das Stahlbeispiel anbringen. Das Stahl wird ja am meisten gehandelt weltweit. Und wir möchten, dass die europäischen Unternehmen ganz stark investieren in solche Technologien, die Stahl grüner machen. Grüner Stahl kostet etwa 100 Euro mehr pro Tonne als konventionell hergestellter Stahl. Das bedeutet also, dass wir vermeiden müssen, dass wir billige Produkte aus dem Ausland importieren. Dann werden unsere Bemühungen unterwandert. Und deshalb werden wir einen Grenzausgleichmechanismus dieses Jahr vorstellen. Mit diesem Mechanismus werden wir einen CO2-Preis festlegen für bestimmte Produkte, die in die EU importiert werden. Wir haben so hart daran gearbeitet, unsere Emissionen zu reduzieren, dass wir jetzt nicht akzeptieren können, dass wir zur gleichen Zeit Emissionen aus dem Ausland importieren. Und dieser Grenzausgleichmechanismus sollte auch ausländische Hersteller motivieren und auch EU-Importeure, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Das wäre natürlich unsere bevorzugte Lösung. Meine Damen und Herren, jetzt Wasserstoff-Valleys und energieeffiziente Gebäude und Null-Emissionsfahrzeuge, all das ist in unserem Green Deal enthalten und es betrifft alle Lebensbereiche. Und dadurch wird unser Leben auch besser. Wie wir gesehen haben, unser europäischer Green Deal beinhaltet viel mehr als nur eine Reduzierung von CO2-Emissionen. Es geht darum, eine systemische Modernisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft und uns allen vorzunehmen. Wir wollen eine bessere Welt schaffen und ich möchte, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten. Sie können dabei auf mich zählen und ich weiß, dass ich auf Sie zählen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.